Hallo liebe Hungrige, Zupfbrote erfreuen sich, insbesondere für Partys, großer Beliebtheit. Wer Käse mag, wird dieses hier lieben, denn die schmackhafte Kombination aus Camembert und Preiselbeeren ist wirklich lecker, die Zubereitung gar nicht kompliziert und wir brauchen dafür. Ihr könnt natürlich selber backen, ansonsten kauft ein Baguette, auch ein Laugenbaguette eignet sich sehr gut, oder ein Ciabatta und dafür entscheide ich mich. Wir brauchen außerdem den Camembert, schmeckt allerdings auch mit dem Blauschimmelkäse gut. Dann Preiselbeeren aus dem Glas, etwas Butter und an Gewürzen Salz und Pfeffer. Zuerst müssen wir das Brot schneiden, am besten natürlich mit einem scharfen Brotmesser, dafür ist es ja gedacht. Wir schneiden erst längs und zwar tief ein, aber nicht durch, und zwar so im Abstand von ungefähr 2 cm. Anschließend drehen wir das Brot um 90 Grad, schneiden es nun quer ein und wieder ungefähr mit dem gleichen Abstand. So wie ihr sehen könnt, soll es also am Ende strukturiert sein. Eben, damit wir die einzelnen Brotstücke dann herauszupfen können. Nun schneiden wir noch den Camembert in dünne Scheiben. Wenn ihr ein Käsemesser habt, verwendet natürlich dieses, ansonsten anderes scharfes Messer. Ein etwas breiteres Stück lasst übrig, denn diese schneiden wir nun für die kleineren Zwischenräume quer in kleinere Scheiben. Und nun geht's los mit dem Befüllen. Zuerst die längeren Käsestücke in die Längsschnitte einpassen, diese eben immer ein bisschen auseinanderziehen und die Käsescheiben hineindrücken. Und da das Brot ja länger ist als unsere Käsescheiben, müssen wir die Einschnitte also auch mindestens 2 der Käsescheiben einpassen. Und wenn wir dies erledigt haben, nehmen wir die kleineren Käsestücke und geben sie in die kürzeren, quer angebrachten Einschnitte. Das eben so weit, wie der Käse reicht. Am besten natürlich jedem Einschnitt ein Stück Käse verpassen. So ungefähr sollte es jetzt also aussehen. Als nächstes verflüssigen wir die Butter. Geben dann die Preiselbeeren dazu, anschließend würzen wir und zwar kräftig mit Pfeffer und mit einer Prise Salz. Anschließend alles gründlich miteinander verrühren. So, dann brauchen wir ein Backblech, belegen es mit Backpapier, geben das Brot darauf und verteilen nun die Preiselbeermischung. Ich finde am günstigsten da, wo sich die Einschnitte kreuzen. Wem das zu viel ist, der nimmt halt ein bisschen weniger, ich finde es gut so. Dann nehmen wir ein Stück Alufolie und decken das Brot damit ab. Und jetzt kommt es auch schon in den Backofen. Und zwar für 20 Minuten bei 180 Grad Umluft. Allerdings 5 Minuten vor Ende der Backzeit öffnen wir mal kurz, nehmen die Alufolie runter, damit es oben schön knusprig wird. Und so sieht es dann aus. Ich finde richtig lecker. Und wenn wir da mal ein Stück herauszupfen, so wie es der Name ja fordert, dann können wir sehen, schön weicher Käse. Ich esse das jedenfalls sehr gern. Ich hoffe, euch geht's genauso. Viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber ein Pizzazupfbrot oder ein Ofenkäse-Partybrot backen möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr, genauso wie über den Download meiner App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.